So, jetzt ist es endlich mal soweit. Ich habe einen waschechten Promi bei mir vor der Kamera. Nicht immer nur Spieleentwickler, ist auch was Nettes. Fahri Yardim, mein Lieber. Guten Tag. Das ist ein Gesicht, das sollten Kino- und Filmfans wirklich durchaus kennen. Wir stehen nicht rein zufällig vor einer großen, mit Titanfall 2 angemalten Wand. Was hat es damit auf sich? Worüber quatschen wir gerade? Ich habe die große Ehre, den großen Macker da sprechen zu dürfen. Titan. Den großen Macker. Den großen Titan. Ich durfte ihm meine Stimme leihen. Okay. Korrekt. Mein ursprünglicher Pilot ist im Kampf gefallen. Ich bin jetzt mit dem Schützen Jack Cooper verbunden. Und es war... Du bist auch noch ein bisschen angegriffen. Ja, der Titan, der hat mich gefordert. Nein, nein, das ist nicht davon. Das war was anderes, aber egal. Animation. Muss ich viel schreien. Nee, genau. Ich habe den Typen gesprochen. Im Single-Modus wirst du mich hören. Ja, okay. Wenn ich da an deiner Seite deinen Beschützer geben darf. Oh, das klingt so gut. Ich fühle mich jetzt schon besser. Ja, erzähl mal, wie war das denn so für dich? War das die erste Videospielfigur, die du vertont hast? Ja, ist das allererste Mal. Ich meine, es ist ein schönes Gefühl. Weißt du, wenn du so ein dünner Hering wie ich, ich weiß. wenn du dann so einsteigen darfst in so ein Blechgedöns und darfst da einfach mal einen Dicken schieben und hast so ein paar Raketen an der Seite und sehr spezielle Erfahrung, muss ich schon sagen. Also auch anders als Animation, klassische Animation. Ich habe bei Pets gesprochen, Guardians of the Galaxy. Ja. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Du bist interaktiver. Du spürst, da ist ein Spieler, der hört dir zu. Ja. Der macht manchmal Dinge nicht. Und du sagst, Digga, geh mal bitte weiter. Wir müssen weiter, meine Batterie ist gleich alle. Ja, okay. Und das ist war ein spezielles Vergnügen. Konntest du denn auch sehen, die Szenen, auf die du dann sprechen musstest, oder hast du quasi Regieanweisungen bekommen? Nee. Jetzt brüll mal, jetzt sei mal ängstlich, jetzt sei mal... Ich hatte einen tollen Regisseur, der steht da, den darfst du nicht einblenden. Ja. Aber will er bestimmt nicht, hat er Angst vor. Ja, ja. Nee, aber wir haben eine Tonalität gefunden und so weiter, miteinander echt was... Das ist ja auch so eine Nuance zwischen Maschine und trotzdem menschlichen Momenten. Ja. Aber... Wir durften nicht sehen. Da war noch ganz unter Verschluss, geheim und so weiter. Ja. Die Situationen wurden besprochen. Wir wollten schon wissen, wo sind wir hier gerade. Ja, klar. Natürlich und so. Und dann findest du dich ein und ab ins Kampfgeschehen. Und gerade vor dem Hintergrund, jetzt mal ganz ehrlich, warst du so ein bisschen, ich will nicht sagen nervös, aber hattest du Respekt vor der Aufgabe? Oder, also mittlerweile, also stehst du ja jetzt nicht selten vorm Mikro, oder war das ein Job wie der andere? Nee, das war schon aufregend. Also du kommst da ja auch, hängen ja auch nur Nasen rum, die das jeden Tag machen und denken, wen müssen wir denn da jetzt, was für ein Promi kommt da um die Ecke? Oh nee, Alter, jetzt müssen wir den bezirzen und so. Und die sind sehr nett, ja, aber du weißt ja nicht, woran das liegt, ob sie es müssen oder ob sie dich wirklich nett finden. So das und dann willst du die Sache auch gut machen. Ich meine, ich bin selbst ein Zocker. Ne? Und so eine Stimme von so einer Figur, die dich beschützt oder die ständig an deiner Seite ist, da will ich schon, dass das eine gute Performance ist. Also diesem Vorschuss willst du gerecht werden. Und da ackerst du und schwitzt, Alter. Da gehst du raus wie so ein Roboter. Kommst du dann. Also am Ende war ich schon so ein bisschen, dachte ich, das ist mehr Arbeit, als mal eben hingehen und ein bisschen Sätze runterleiern. Also, ich kann es nur bestätigen. Ich war bei den lieben Jungs von Rain, bei denen du gesprochen hast. Was hast du dir angeguckt? Ich durfte letztes Jahr einen Stormtrooper für das letzte Star Wars Spiel vertonen. Ja, ich bin irgendwo im Spiel, ich habe mich selber gar nicht gehört. Das wird bei dir anders sein. Du hörst deine ganze... Ja. Genau. Wie ist das eigentlich? Also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich dann das fertige Spiel auch zocken. Denkst du dir jetzt schon, Alter, ich muss meine eigene Stimme irgendwann ausschalten, sonst werde ich Matsche? Ist das nicht komisch? Mal gucken, vielleicht schalte ich auf Englisch irgendwann, weil ich den Sack nicht mehr hören kann, weil er mir Anweisungen gibt und so. Aber es ist schon, ich meine, das wird ein besonderes Erlebnis, wenn du dein eigener großer Bruder bist auf einmal, weißt du? Und sagst, Junge, jetzt geh weiter. Und ich warte mal ganz kurz, ich will noch in die Chipstüte greifen. Und jetzt geh weiter, unsere Batterie ist alle. Das wird ein schizophrenes Erlebnis. Aber ich freue mich darauf. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Ehre. Und ich hatte echt Gänsehaut, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, Und dann hat er ja auch so Momente von... Wirklich so, ich mag diese Beziehung zwischen diesem kleinen Piloten und diesem Blechding. Und der sagt dann so, vertrau mir, weißt du? Und das ist so, da dachte ich schon so, berührt mich auch. Ja. Und wenn das seine Stimme ist, und der ist natürlich auch noch ein bisschen unterstützt, technisch aufpoliert und so. Klar. Und nicht so ein Hamburger Schnack wie ich, also das ist schon ganz hübsch geworden. Aber das ist eigentlich auch mal ganz geil, vielleicht ein Vorschlag.
So ein Mac, der mit Hamburger Dialekt spricht oder so. Ja. Ey, ich schlag das andauernd bei allen Tonschulen vor und keiner traut sich. Ja, ohne Scheiß. Oder mal wie ganz das Spiel auf Kölsch oder so. Irgendwann denkt man so, oh Digga, jetzt bitte. Aber jetzt stell dir mal vor, du spielst das Spiel einmal durch, hast dann die Wahl, dasselbe Spiel nochmal zu spielen. Oder du kannst mit so einem Hamburger Dialekt. Ey Digga, jetzt geh doch mal. Ja, wie geil das wäre jetzt mal, ohne Scheiß. Warum traut sich keiner? Das finde ich ziemlich lahmherrschig. Ja, hallo EA, wo seid ihr, Alter? Ja, aber jetzt mal echt. Ja, aber ich meine, du hast gerade gesagt, du willst es natürlich irgendwie, du willst es auch geil machen, dass so cool klingt. Dir ist ja wahrscheinlich auch bewusst, dass gerade so deutsche Lokalisierung immer so ein bisschen im Kreuzfeuer stehen. Also verfolgst du das? Kannst du das nachvollziehen oder schaltest du das völlig aus? Du meinst jetzt überhaupt die Übersetzung, dass da immer was verloren geht? Oder? Ja, genau. Also diesmal oft im Englischen klingt es viel geiler, im Deutschen kommt das nicht so rüber oder es klingt komisch, passt nicht auf die Lippen, solche Geschichten. Das Schöne ist beim Zocken, du kannst es dir aussuchen. Ne? Also das muss man einerseits sagen und andererseits, also ich bin auch ein Verfechter. Ich gucke mir Filme im Original an, da bin ich wirklich ein alter Nerd auch, weißt du, und sag, nee, das hat der Schauspieler in dem Moment so gesprochen. Bei so einem Computerspiel finde ich das nochmal was anderes. Also, aber auch da die Auswahl zu haben, ist doch schön. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn jemand sagt, irgendwie dieses Englische, das gibt einem so eine Entferntheit und auch irgendwie was, weißt du, was Abstraktes und ein bisschen weit weg und das irgendwie kitzelt mich das oder hat was Mechanischeres. Ja, bitteschön, Alter, dann geh auf Menü, empfehle ich dir, weißt du, und dann Option und dann kannst du da Audio umstellen. Also ich kenne das, ich kenne auch das Thema. Es gibt auch bestimmte Dinge, finde ich, wenn du einen Slang hast oder so, wenn das irgendwie Street ist oder ein Ghetto-Typ und dann kommt da irgendwie so ein deutsches Pendant, da denkst du manchmal, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Ein bisschen böse. Ja. Da gucke ich mir dann lieber den, weißt du, den New Yorker Slang an und so, oder höre ihn mir an vor allem. Und das ist echt nachvollziehbar. Da bin ich auch, da verstehe ich das auch. Aber es gibt auch deutsche Sachen, die sind brillant. Es gibt fantastische Synchronsprecher, also den sollte man auch irgendwie, da kann man auch seinen Hut vorziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist es bei dir? Sind da weitere Sachen in der Richtung geplant oder lässt du mal alles auf dich zukommen? Vielleicht entdeckst du ja jetzt einen völlig neuen Zweig, du willst nur noch Games lokalisieren. Ja, so weit noch nicht. So weit geht's nicht. Ich würde, also das nächste Mal vielleicht ein bisschen lebendiger, weißt du? Okay. Ich bin da wirklich, das war wirklich ein bisschen Kasten irgendwann. Ja. Und ich bin echt so jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich so ein stocksteifer Schauspieler bin, eher ein bisschen zappelig. Aber ich mag die Palette. Also es darf bunt sein, es soll ein starker Titel sein. Also ich finde es einen starken Titel und das war mir schon auch wichtig, dass du da jetzt nicht irgendwie in so einem kleinen Minigame hängst, irgendwie fürs iPhone irgendwie. Ich wollte nicht das Geräusch von einer Pokémon-Kugel sein oder so, weißt du? Also finde ich schon ganz gut, dass der. Obwohl, das gerade mächtig Kohle zu holen, also vielleicht wäre das irgendwie... Kohle ist eine Sache, aber es gibt auch ein bisschen was anderes. Ist ja klar. Und so generell, was sind so deine nächsten Projekte? Vielleicht mal abseits von Games, wo, wann, wie können wir dich sehen, hören, spüren? Ich weiß es nicht. Oh du, viel Film gemacht tatsächlich. Okay. Ich freue mich, dass im Fernsehen wahrscheinlich kommt als nächstes Winnetou, da habe ich so einen bösen Mexikaner gespielt. Geil. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, okay. Wahnsinniger Typ. Völlig bescheuert im Hauptkopf, der Typ. Aber egal, hat Spaß gemacht. Klingt gut. Jugend ohne Gott, ein ganz ernsthafter Stoff. Okay. Eine Horvath-Verfilmung. Also, da spiele ich so einen Lehrer, aber echt ein ernstes Thema, sehr zeitgemäß. Okay. Über so faschistoide Strukturen und Generationen, wie sich sowas entwickeln kann. Also ein bisschen was Leistungsgesetzes. Ja, genau, auch mal Tiefgang, ein bisschen Relevanz. Okay, Und dann kommt der Kino-Tatort im Fernsehen, glaube ich, bald. Nächstes Jahr, da freue ich mich sehr drauf. Unsere Tour durch Moskau, Istanbul. Also Randale. Ja, ist viel in der Pipeline. Also einiges zu sehen von dem jungen Mann. Und natürlich die letzte Frage, es ist die langweiligste Frage der Welt, aber ich muss sie stellen. Ja, du hast vorhin selber gesagt, du bist Zocker. Absolut. Was ist gerade so bei dir angesagt? Was zockst du? Und jetzt sei ehrlich. Ja, ich bin sehr ehrlich. Also sonst wird es nicht authentisch. Aber ich freue mich sehr auf Battlefield 1. Okay, noch ein bisschen mehr als auf Titanfall 2. Okay. Aber ich werde auch das zocken. FIFA 17 bin ich immer schon. Ich habe jeden Teil, auch wenn die Leute sagen, wo verändert sich das? Man hat immer das Gefühl, da kommt was dazu. So, Overwatch daddel ich im Moment. Echt jetzt, oder ordentlich. Was? Ja, was ist dein Lieblingscharakter in Overwatch? Jetzt, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Junkrat. Junkrat hier, der Kleine mit dem... die Kugeln schmeißen. Der Stachelhaar-Typ, Nicht, weil er hübsch aussieht oder so. Er ist ein Bastard eigentlich. Eigentlich kann ich ihn auch nicht ab. Da zum Beispiel die Stimme, da gibt es ein paar andere, aber er bringt irgendwie Spaß. Er ärgert die anderen Leute ordentlich. Okay. Ey, alles klar. Du musst bestimmt schon wieder zu den nächsten Terminen. Du weiß hast ja wahrscheinlich einen mega vollen Termin. Mir gegen Schienbein. Die zieht schon, Ey, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war sehr, sehr cool. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Also Leute, Titanfall 2 zocken auf Deutsch und dann hört ihr diesen jungen Mann. Und wenn euch da nicht die Tränen kommen, dann sprechen wir nochmal. Alles klar? Machen wir. Okay. Wir sind raus. Tschüss.
it's not about killing my enemy, it's about scoring. So is it some kind of, I don't know, Pacific Rim meets Quidditch or something like that? So there are equal elements. Okay. There are different game modes.